Na, ist er da? Der Zielfisch? Ha, da ist er, der Zielfisch. Monströses Gebiss, das frisst einem fast die kleinen Finger weg. 19 Zentimeter, 116 Gramm Regenbogenstint. Und den Lümmel habe ich einfach immer noch nicht als Trophy. Deswegen mal ran hier ans Wasser und testen, ob wir den nicht mal fangen können. Zack und raus mit der Rute, gar nicht weit, so mal eben so aus dem Handgelenk eben rausgeschmissen und gib ihm. Es stehen in den Rekorden einige Brocken drin von diesem winzigen Fisch und zwar bis über 300 Gramm. Das wäre natürlich der Oberhammer, sowas richtig Großes. Weil das so ist, bin ich mit extra großem Haken hier dran. Wahrscheinlich sogar übertrieben groß und ich teste aber erstmal jetzt diesen sehr großen und dann muss ich mal gucken, wenn das jetzt doch zu groß ist und wenn da jetzt zu viel Beifang ist, sowas zum Beispiel, zwar ganz nett, nehme ich ja auch gerne mit, aber habe ich ja schon. Also wenn zu viel Beifang jetzt da ist, dann wechsle ich vielleicht doch nochmal auf einen etwas kleineren Haken. Ich bin jetzt gerade hier mit einem 16er unterwegs. Auf Setup im Detail gehen wir natürlich gleich auch nochmal rein. Ja, im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, eher ein Fisch, der regelmäßig als Beifang mitgenommen wird. Aus Versehen auf diesen Fisch oder auf irgendeinen anderen Fisch halt ausgewiesen und dann ballert dann aus Versehen mal dieser Regenbogenstint rein. Auch gerne mal beim Spinning oder sowas, dass man den dran hat. Ja, und dann auf einmal vielleicht sogar Regenbogenstint als Trophy. Der AMP, der Lümmel, der war jetzt hier schön gezielt oder ist ja schon seit Wochen gezielt auf Tugun und Co. Hier schön mit der Stippe unterwegs und meinte hier auf 80-101 Alden, geh mal hin, teste mal. Und das mache ich auch gerade. Also ich bin hier auf 80-101. Große Bodenränke auch noch. Also das sind jetzt alles Kandidaten, die will ich auf gar keinen Fall haben. Warum? Ich teste jetzt gerade auch erstmal hier mit der Match. Vielleicht gehe ich gleich nochmal mit der Stippe rein. Im Moment ist es mir allerdings mit der Stippe auch und gerade mit dem großen Haken vielleicht doch noch ein bisschen zu gefährlich, wenn ich hier mit der UL-Stippe richtig schön fein im Setup hier unterwegs bin und dann baller mir hier dicke Brocken rein, dann wird das natürlich kritisch. Von den Fischen, die bisher drin sind, es geht. Also das Größte war jetzt gerade die Bodenränke mit ungefähr 800 Gramm, also bisher ist es okay. Aber es soll ja auch nichts abreißen. Das hier hat auch ein bisschen Schmackes. Ei, ei, ei. Baikal-Marine. Nice. Ja, von der Position her, von der Köder-Kombi, muss ich sagen, schmeckt das schon richtig. Aber ich glaube, ich gehe tatsächlich gleich nochmal ein bisschen weiter runter von der Hakengröße und teste dann vielleicht eher nochmal den 18er Haken statt den 16er. Ich würde sagen, wir lassen noch mal hier einmal ein bisschen durchtreiben, gucken, auf was da geht und bauen dann zack gleich doch noch mal eben um. Ah, Pelletmarine. Nicht schlecht. Also erstaunlich gut sogar, wenn man mal eben jetzt schaut, wie das gesamte Setup hier so zusammengebaut ist. Dafür ist es doch gar nicht schlecht. Jetzt gehe ich doch noch mal kleiner auf den 18er, gehe noch mal auf Mistwurm und Steinfliegenkombination und dann gehen wir jetzt hier richtig hart ins Microbraid. Ob das funktioniert, werden wir gleich sehen. 0,04, das ist hier die dünnste Schnur und dann machen wir das Vorfach natürlich runter. Jetzt ist natürlich die Frage, funktioniert das mit Microbraid genauso oder funktioniert es mit Microbraid eher nicht? Ich hatte das jetzt die Tage noch probiert, unten am Donetz, da geht es ja auch gerade auf die Schwarzmeer, was war's? Auf den, nee, oder war Donauhering oder was das war?
Pelletmarine. Und da war es so, dass mit Microbraid, mit geflochtener Schnur, dass die Frequenz Katastrophe war. Also ging sofort drastisch runter. Das heißt, die Fische haben darauf reagiert, auf geflochtene Schnur, und dann eben nicht gebissen. Und haben bei Fluorocarbon, bei dieser unsichtbaren Schnur, dann doch eben eindeutig gebissen. Das war dann doch der Riesenunterschied und es war halt deutlich angenehmer. Alter, jetzt gehen hier gerade die Pelletmarinen drauf. Das ist natürlich auch gerade spannend, wenn man vielleicht Pelletmarine sehr gut mit geflochtener Schnur fängt und dadurch dann die anderen Fische gerade rauslässt. Das wäre jetzt auch der Hammer. Das wäre doch auch eine gute Erkenntnis, wenn man sagt, okay, wenn wir nicht unbedingt die Pelletmarine haben wollen, nehmen wir vielleicht dann eher Fluorocarbon, wobei die geht dann ja auch mal mit drauf. Und wenn man vielleicht gezielt alles andere ausschließen will, dann vielleicht eher geflochtene Schnur. Da ist es dann der Pelletmarine vielleicht eher wurscht. Und wir gucken dann, zack, dass wir die dann gezielt rauskriegen. Gar nicht schlecht, aber alles nicht das, was ich haben will. Guckt ihr das an hier. 4 Stück jetzt gerade in Folge. Einmal werfe ich noch aus. Die Pelletmarinen wollen wir nicht. Wir wollen den Regenbogenstint. Und da werde ich gleich direkt nochmal wechseln auf Fluorocarbon. Zack, komm ran hier. Und da haben wir eine Hasel, ne? Ja, habe ich auch schon abgehakt. Brauchen wir auch nicht. Also wieder umbauen. Ich nehme nochmal Fluorocarbon und zwar gehen wir mal hier auf 4 Kilo. Das ist doch noch relativ entspannt. So zart muss man, glaube ich, bei diesem Fisch auch gar nicht rein. Gerade weil er halt ständig eben als Beifang immer mit reingeht. Zack. Na, da muss er doch eigentlich auch. Und ist das? Na, kleine sibirische Marine. Finde ich super spannend. Also ist ein super spannender Punkt. Welche Vorfachsmaterialien sind oder verscheuchen vielleicht dann doch eher? Oder man kann so ein bisschen selektionieren zwischen den Fischen. Welche sind eher eben anfällig für durchsichtige Vorfächer? Und welchen Fischen ist es wichtiger, dass die Vorfächer super dünn sind? Das sind ja diese beiden Komponenten, die immer wichtig sind. Die Dicke des Vorfachs, darauf kommt es halt immer an. Und ob es eben ein Fisch ist, der dann vielleicht eher ein Sichträuber ist oder nicht. Aber auch hier, ihr seht es, die Pelletmarine ballert auch mit rein. Aber vielleicht nicht so gezielt, wie es jetzt hier gerade war. Das war ja schon ein bisschen wild. So, dann muss ich jetzt gleich nochmal ein bisschen weiter testen. Einmal die Tiefe noch abtesten. Das heißt also nicht so die Tiefe, sondern die Tiefe ins Gewässer rein quasi. Ob ich nicht vielleicht gleich nochmal ein bisschen weiter auswerfen muss, denn hier vorne ist es mir jetzt hier gerade alles zu pelletlastig. Werfen wir mal so ein bisschen weiter hier. Zack. Oh, das ist aber schon sehr weit. So weit kommt man, glaube ich, mit der Stippe nicht. Wenn ich mir überlege, dass der AMP hier mit der Stippe gerade stand, was heißt gerade, gestern noch stand, dann wird das nicht so mega weit sein, wie er da rauskommt. Aber das könnte man noch, glaube ich, hier noch hinkriegen. Zack, der nächste. Ja, tricky, ey. Tricky, tricky. Alles noch nicht so richtig ideal. Aber die Chance, das ist halt der Punkt, ne? Die Chance auf einen Fisch, den man als Trophy noch nicht hat. Jawohl. Fast nicht gesehen, ne? Da ist er wieder. Der Regenbogenstint, 72 Gramm. Die Chance auf einen Fisch, den man als Trophäe noch nicht gefangen hat bisher. Es wird ja immer weniger, je länger man zockt und je länger man hier schön die Trophys rauszieht, ist es ja auch immer schön. Muxun zum Beispiel wird mir auch noch fehlen. Ich glaube, die Pelletmarine tatsächlich auch. Aber eben für dieses Gewässer speziell und wenn man dann eben hier in die Trophäen reinguckt, zack, an der Tunguska sind wir ja hier, da wäre das doch gut, wenn man hier, Taimen, Tunguska, Rotauge muss ich auch auf jeden Fall nochmal dran, genau, Muxun, Lennok bin ich schon lange dran, Buckellachs, Prosopium wird super schwierig und da ist ja auch Pelletmarine. Und der eine Otto ist gar nicht dran, der Regenbogenstint ist hier gar nicht drin, aber ich weiß halt, dass er mir fehlt.
Und dann bin ich halt da auch scharf drauf, hier die gesamten Trophäen zu erhöhen. 66 Stück, 66 unterschiedliche Fischarten jetzt insgesamt gefangen. Und dass wir da mal jetzt so Stück für Stück, vielleicht so bis Jahresende spätestens mal, auch die 70 mal erreicht haben. Da ist doch bestimmt noch einiges machbar. Und da sind auch noch einige dabei, wo man eben nicht mit super speziellem Setup ran muss. Oder wo man mit super schwerem und Endgame-Setup ran muss. Sondern da sind auch einige bei, wo man sich einfach mal hinsetzen muss und rausziehen muss, die Brocken. Man muss es einfach mal durchziehen. Das ist einfach der Punkt. Und deswegen, wenn es so eine Chance gibt und es gibt eben speziell irgendwo kleine Spots für diese seltenen Fische, dann einfach mal ausnutzen und ein bisschen durchziehen. So, komm ran hier. Ich weiß gar nicht, wie das kohlemäßig ist. Könnten wir auch gleich mal kurz reingucken, ob sich das hier eigentlich so einigermaßen lohnt von der Kohle her. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, den Fisch. Der war halt immer nur, wenn so beim Spinning, als Beifang, wie gesagt, dabei. Aber gezielt, naja, ich glaube, da müsste man dann doch eher noch ein bisschen die größeren Brocken nehmen, auch den größeren Beifang, ne? Als das Gewässer rauskam, stand ich auch viel hier mit den Matchruten. Gerne eben auch auf die großen Bodenränken, auf die ganzen anderen, also Bodenränken, kleine Bodenränke und so weiter. War schon immer gut. Da hat sich das auch richtig gelohnt. Aber, oha, Bachschmerle, auch nicht schlecht. Aber auf die bin ich halt auch schon lange nicht mehr aus. Warte mal, wir gucken gleich mal kurz rein hier in den Kescher, wie das kohlemäßig so ist. Aber es ist halt angenehm. Also ich mag es wirklich sehr. Hoppala. Weil die Frequenz eigentlich immer ganz gut ist. Und man eben hier entspannt rausziehen. Hatte ich schon gezeigt? Ne, jetzt sieht man es, glaube ich, ne, wo wir hier eigentlich stehen. Ganz in der Nähe. Also einloggen, ab zu Tunguska, 3,50 Meter laufen, schon ist man hier am Spot und dann auf 90 cm Tiefe. Wir gucken gerade nochmal eben rein, was AMP geschrieben hat gestern. Genau, er hat geschrieben, er hat hier schön getestet mit Köcher Only. Und was hat er noch? Zuckmücke und Fliege geht auch gut. Na, da würde ich sagen, das testen wir doch auch nochmal eben. Zuckmücke und Fliege. Das ist ja cool. Das wäre ja auch super, wenn das so funktioniert. Also nehmen wir das auch nochmal eben mit. Probieren wir es doch auch nochmal. So, schön wieder ein bisschen treiben lassen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ne? Also ruhig mit diesen ganz kleinen Ködern rein. Tugun zum Beispiel steigt da ja auch gerne rein auf Fliege oder auf, was hat man da, auf Bremse in Kombination. Vielleicht aber auch mit der Köcherfliege oder mit der Köcherfliegenlarve, auch dass man sowas irgendwie kombiniert. Zack, und da geht was rein. Nicht schlecht. Es können natürlich jetzt, wenn man diese Köder dran hat, könnten dann natürlich auch tendenziell mal so Forellen und Eschen reinballern, ne? Also da muss man vielleicht dann mit der Stippe, wenn man mit der Stippe unterwegs ist, muss man vielleicht mit der Stippe auch ein bisschen vorsichtig sein. Wenn dann da auf einmal, oder wenn man da sehr zart dran ist, dass man da nicht auf einmal zu große Brocken lockt. So, Hasel auch damit gezogen schon. Auch jetzt nicht unüblich für so Fliegen und so kleine Zuckmückenlarven. Passt auch immer ganz gut. Zack. Auch da Frequenz richtig gut. Geht sofort gut los. Muxun, auch nicht schlecht. Aber da ist die Größe natürlich fernab von Gut und Böse. Aber durchaus eine Option, einfach mal auch hier, wie gesagt, mit dieser Köder-Kombi und dann einfach die Haken immer ein bisschen größer machen und gucken, was da noch geht. Also nach wie vor ganz gute Frequenz hier, kann man, glaube ich, machen. Die Stelle lübt, aber eben eigentlich ist es auch immer wieder hier an der Stelle, bis hin zum Anleger natürlich auch, einfach vom Anleger aus. Hebebiss, ja, trotzdem noch gehakt, sehr gut. Regenbogenstint, Hebebiss, aber in winzig. Gucken wir gerade noch mal eben rein, was denn die kleinen Dinger bringen. So, nach Preisen sortiert. Ja, und guckst dir an, Alter, der ist gar nicht mal so schlecht. 100 Gramm oder 116 Gramm mit fast 6 Silber ist gar nicht so verkehrt. Heißt also, wenn man da eine Stelle hat, die sich, oder wo eine hohe Frequenz ist, ohne jetzt hier viel zu testen, kann man das doch machen.
in den paar Minuten. Bin ich doch ganz zufrieden mit Pelletmarinen, schön Beifänge. Ja, alles gerne mal mitnehmen. Ich werde das nochmal ein bisschen länger und ausgiebiger testen und versuchen, diesen wahnsinnig winzigen Fisch einfach nochmal gezielt rauszukloppen. Petri, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.